Hey meine Lieben, heute gibt es wieder eine Hörbuchrezension von mir. Und zwar geht es um Devoted 1. Es ist wieder eine Trilogie und der erste Teil hieß Geheime Begierde. Ja, und ich muss wirklich sagen, dieser Teil hat mich am allermeisten an Shades of Grey erinnert. Also dieser erste Teil der Trilogie war wirklich sehr, sehr stark verknüpft mit Shades of Grey. Also an vielen Stellen dachte ich wirklich so, ja, ähnlicher geht's ja kaum. Also, erstmal kurz zur Geschichte. Ja, es geht um Sophia. Sie ist eine, Studentin an sich. Also, sie hat sich halt mehr so aus Lust und Laune an einem sehr berühmten College beworben. Und an einem Schauspielcollege, sage ich nochmal dazu. Und darum geht es eben, um die Schauspielerei. Und sie ist an sich auch eine ganz gute Schauspielerin. Und dieses College wird halt von einem sehr berühmten Schauspieler geleitet, Mark Blackwell. Ja genau, Mark Blackwell heißt er. Er ist halt in London und auch so ein sehr, sehr erfolgreicher Schauspieler, schon seit Jahren. Und ist aber noch relativ jung, er ist erst 27 und hat halt schon Kindheit sehr viel Erfolg gehabt und alles Mögliche. Und ihm gehört dieses College halt. Und sie hat sich halt da beworben und schon gleich beim Vorsprechen war da so ein bisschen was zwischen denen. Sie hat am Anfang einfach so ein bisschen für ihn geschwärmt und sie war dann auch total überrascht, als sie dann angenommen wurde für dieses College. Und es fing schon irgendwie ganz niedlich an, weil sie ein ganz besonderes Zimmer bekommen hat. Und zwar hat sie das Turmzimmer bekommen, also das, wo eben im Turm war, und sie hat extra so einen Strauß Blumen und eine ganz persönliche Karte von ihm bekommen. Ja, und damit fängt es schon ein bisschen an und zwischen den beiden merkt man immer wieder, dass da so eine Spannung ist und ja, und sie ist halt dann doch interessiert oder beziehungsweise mehr als interessiert und sie denkt sich dann halt auch, ja, eigentlich, ich muss dem mal auf den Grund gehen und ich finde diesen Mann einfach so betörend und so anziehend und sie merkt halt auch, dass er eben auch was für sie empfindet, weil es gibt ja immer wieder Zufälle, sie treffen sich sehr, sehr häufig zufällig und ja, es gibt einfach immer diese magischen Momente zwischen beiden. Und anfangs ist er halt davon erstmal nicht begeistert. Natürlich, diese Schüler-Lehrer-Kombi ist an sich ja, wobei ich meine, sie ist ja auch 22 und von daher ist sie nicht mehr minderjährig. Soweit ich weiß, ist dann ja auch nicht mehr verboten. Allerdings ist es halt auch immer so eine moralische Sache, ob man was mit seinem Lehrer anfangen würde, auch wenn man schon erwachsen ist. Das ist halt, ja. Aber im Endeffekt können sie sich halt nicht gegen ihre Gefühle wehren. Und ja, er warnt sie aber auch immer wieder vor ihr, denn er ist halt sehr dominant. Und es erinnert mich, wie gesagt, wieder sofort an Shades of Grey. Es sind wieder sehr, sehr viele Szenen dabei, in dem einfach dieses Dominante, dieses Soft-Sadomaso-Zeug einfach wieder rauskommt. Und eben mit Peitschen und Fesseln. Und ja, für sie ist es halt eine super neue Welt. Sie ist zumindest keine Jungfrau mehr. Das war schon mal ein Unterschied. Also sie hatte schon ein bisschen Erfahrung, aber halt nicht zu vergleichen mit seiner Erfahrung. Und ja, trotzdem, also für sie ist halt dieses ganze SM-Zeug was ganz Neues und sie weiß einfach gar nicht genau, ob das überhaupt das ist, was sie will. Aber sie will sich halt auf diesen Mann einlassen und auch ihn besser kennenlernen. Und aber sie merkt dann eigentlich auch relativ schnell, dass es doch irgendwie so sie erregt. Ja, also ihr gefällt es dann doch. Also auch wenn sie sich das am Anfang ehrlich nicht vorstellen konnte, findet sie es dann doch ganz gut. Und ja, ich muss sagen, mir hat das Hörbuch doch sehr gut gefallen, trotz dieser vielen Ähnlichkeiten zu Shades of Grey, also auch gerade, wie gesagt, dieses SM-Ding, aber eben auch so Sachen wie, na klar, er ist erfolgreich, jung, gut aussehend, das ist halt so das Typische. Und aber auch, warte mal, ich überlege, was noch die Parallelen war. Ja, natürlich, er auch Mark Blackwell war auch in seiner Kindheit, war etwas verstörend und er wurde auch von seinem Vater geschlagen und also, es sind halt schon so ähnliche Parallelen, genau. Es sind Parallelen und ja, mein Gott, also ich weiß nicht. Autoren haben halt anscheinend gemerkt, dass es wirklich, dass sowas gut ankommt und dann schreibt halt jeder sowas und ich meine, ich gebe ja auch zu, ich meine, ich kaufe es ja, also kommt es ja auch an und ich mag solche Hörbücher an sich einfach sehr, sehr gerne und wenn ihr Shades of Grey mochtet, werdet ihr das auch mögen. Es ist halt, ihr müsst euch halt darauf einstellen, dass es schon ähnlich ist und ja, obwohl die Geschichten und die Menschen anders sind und die Handlungen auch, es gibt halt immer wieder Parallelen und wer damit klarkommt, ist super bedient mit diesem Hörbuch, aber wenn ihr euch einfach denkt, oh, ich kann es nicht mehr hören, dann lasst es, ja. Also, ja.
Ja, ich würde es erstmal sagen, so viel dazu. Wobei ich würde gerne noch eine Sache erwähnen. Also ich fand es wirklich ein bisschen krank, weil da gibt es eine Szene auch noch relativ am Anfang, wo sie dann halt im Krankenhaus gelandet ist, wegen, naja, ein paar Umständen werdet ihr ja dann hören oder sehen oder lesen, was auch immer. Und ja, dann ist es schon, also zwischen denen ist noch nicht direkt was passiert, also schon so ein bisschen rumgemacht und so, aber noch nicht, ja. Und er will dann halt Fotos von ihr machen, während sie sich, oder beziehungsweise er macht Fotos von ihr, während sie masturbiert. Ja, und auch Videos, wie sie dann zum Höhepunkt kommt. Und ich denke mir so, was ist das für ein perverser Kerl? Also da war mir am Anfang echt unsympathisch, weil, ich weiß nicht, ich meine, also, nee, da dachte ich mir nur so, oh mein Gott, was macht die da? Was lässt sie überhaupt mit sich machen? Das war echt schon ziemlich krass, ja. Also da gab es ein paar Szenen, aber jetzt gerade zum Ende hin fand ich es wirklich wieder sehr schön. Man hat seinen Charakter besser kennengelernt, man hat ja einfach seine weichere Seite. Und ich muss aber auch sagen, dass es ein bisschen zu schnell ging. Also das Hörbuch ging auch nur um die 9 Stunden. Und klar, da muss man das alles ein bisschen enger zusammen machen und kann nicht alles so ausführlich schreiben oder keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall fand ich es ein bisschen schnell mit dem Ich liebe dich. Also das ging schon relativ schnell, weil ich weiß es nicht genau, wie der Zeitraum zwischen den in diesem Hörbuch ist. Ich denke, es sind ein paar Wochen oder ein paar Monate, glaube ich. Und ich finde, es ging schon relativ schnell, als er dann halt Ich liebe dich gesagt hat. Und ja, ich weiß nicht, ich finde einfach die Beziehung zwischen beiden ein bisschen komisch. Ich meine, es mag auch sein, dass ich es einfach nicht verstehen kann, weil ich es bei Shades of Grey schon ein bisschen komisch finde, weil ich mich einfach, oder auch bei 80 Days, weil ich mich einfach mit dieser SM-Welt nicht so richtig auseinandersetzen kann und will. Und ich weiß nicht, es ist, wenn ich es höre, ist es okay, aber wenn ich es mir dann trotzdem vorstelle, denke ich mir auch nur so, das ist für mich so ein bisschen absurd. Ja, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, mir das in einem Hörbuch anzuhören, so, ne? Ja, wie gesagt, nur ein paar Neigungen fand ich etwas pervers, aber ansonsten, ja. Und ich rede wieder schon wieder viel zu viel und ja, wie gesagt, es ist eine Trilogie. Ich bin mal gespannt, wann die anderen Teile rauskommen und beziehungsweise wie sie auch werden. Und ja, dann ja, würde ich mich freuen über euer Feedback und ob ihr schon gelesen oder gehört habt oder ob ihr es noch vorhabt. Und was ihr generell von diesen ganzen vielen Shades of Grey Abklatschen haltet. Also wie gesagt, ich muss sagen, das ist definitiv ein Shades of Grey Abklatsch. Allerdings gefällt ihr mir doch ganz gut und ja, ich kann ihn empfehlen, wenn ihr auf diese Schiene steht. Ich fand es schön gesprochen. Ich fand nur manchmal, dass die Sprecherin ein bisschen zu emotionslos war. Ich weiß nicht, in manchen Situationen hätte man ein bisschen mehr mit der Stimme, mit den Gefühlen arbeiten können. Manchmal sah ich dann auch so ein bisschen da und denk so, ja, ein bisschen monoton und ja. Gut, das sind aber nur Meckern auf hohem Niveau und ich würde sagen, das war's jetzt mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Das wird dann mein Favoritenvideo werden. Okay, ciao!